Bei einer Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt von Havanna sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch eine Schwangere und ein Kind. Das Hotel wurde zum Zeitpunkt der Katastrophe mit Flüssiggas beliefert, dabei explodierte ein Tank. Die Suche nach Vermissten läuft, kommt aber nur schleppend voran. Wir arbeiten ohne Pause weiter, um zu schauen, ob noch Menschen in den Trümmern eingeschlossen sind. Aber das Gas macht das alles sehr schwierig und gefährlich. Wir wollen Menschen retten und nicht Teil der Katastrophe sein. 64 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Präsident Kubas, Díaz-Canel, machte sich vor Ort ein Bild der Lage, sprach allen Betroffenen sein Mitgefühl aus und schloss einen Anschlag aus. Es handle sich um einen traurigen Unfall. Das bekannte und auch bei internationalen Stars beliebte Fünf-Sterne-Hotel in Havanna war wegen der Corona-Pandemie 2 Jahre lang geschlossen. Es sollte nächsten Dienstag wieder eröffnen. Zum Zeitpunkt der Explosion waren die Vorbereitungen in vollem Gange.